Die BW Feldhose bzw. Bundeswehr Kampf- oder Einsatzhose, eine der besten Outdoor- und Bushcraft-Hosen, die ich so kenne. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, der sich schon den ganzen Tag über Bundeswehrausrüstung den Mund fusselig redet. Ich bin gerade im Wald, schön, dass du bei diesem Video eingeschaltet hast. Heute soll es um meine liebste und auch meistbenutzte Hose gehen. Die Bundeswehr Feldhose, die gibt es in verschiedenen Farben, Größen etc. Die habe ich sehr gerne an im Wald, weil sie ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Bevor ich zu meinem Fazit und den Pros und Kontras aber komme, schauen wir uns erstmal die harten Fakten genau an. Als die Bundeswehr damals diese Moleskin-Hose, die BW-Feldhose, designt hat bzw. Nach einer Hose auf der Suche war, haben sie mehrfach gesucht und wollten einen Stoff finden, der zugleich robust und massentauglich, dazu auch noch günstig ist. Und das haben sie mit dem sogenannten Moleskin-Stoff auch geschafft. Der Moleskin-Stoff ist ein verdichtetes Baumwollgewebe, das wirklich sehr, sehr robust, reißfest und auch dicht ist, was natürlich schwer ist, nicht so gut trocknet, also es braucht sehr lange, um das Wasser wieder abzugeben und gleichzeitig ist es natürlich auch nicht besonders atmungsaktiv. Die Hose bekommt ihr, je nach, wie immer bei Bundeswehr, Ausrüstung, Abnutzungsgrad. Ich kaufe sie eigentlich nur neu für ungefähr 30 bis 35 Euro und es gibt sie dann in Oliv bzw. ein bisschen heller, mehr so eine Art ausgeblasstes Waldgrün in Schwarz und im dunklen Marineblau. Gleichzeitig könnt ihr, wie es oft bei Bundeswehrausrüstung der Fall ist, in einer Größentabelle sehr, sehr genau nachgucken, welche Größe ihr braucht. Das schätze ich immer sehr im Gegensatz zu normalen Herstellern, wo ich mich immer wundere, warum die diese Angaben nicht machen und sich dann wundern, dass sie so viele Retouren bekommen. Wir haben einen geknöpften Schritt, das heißt, wir haben keinen Reißverschluss, was am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, wie ich fand, aber dann ging das relativ gut. Wir haben auf beiden Seiten erstmal oben ganz normale Einschubtaschen, die relativ tief sind, da passt schon ordentlich was rein. Und wir haben dann nochmal Knietaschen, auch auf beiden Seiten, die ziemlich groß sind, dort passt auch einiges rein. Was nicht gespiegelt ist, auf der rechten Seite gibt es noch eine Einschubtasche für ein Messer zum Beispiel, obwohl ich sagen muss, es ist das originale BW Scharf. Ja, das verschwindet da drin ein bisschen. Also macht vielleicht ein kleines Lanyard dran oder nehmt ein anderes langes Messer. Ein Opinel Nummer 12 passt da zum Beispiel fast perfekt rein. Sehr gut. Hinten auf der Hose, rechts, haben wir noch eine Einschubtasche, die ich vielleicht mal für ein Stofftaschentuch und ähnliches benutze. Auch nochmal zuknöpfbar, das ist nochmal wichtig. Und wir haben sehr große Gürtelschlaufen. Die sind top, da passt eigentlich so ziemlich jeder Gürtel durch. Meiner ist über 5 cm breit, das ist sehr gut. Im Schritt der Hose haben wir kleine Löcher drin, die wohl als Belüftungslöcher fungieren sollen. Ich merke davon jetzt nicht besonders viel. Es ist halt nett, dass sie da sind, aber ja, nett gedacht, aber im Endeffekt ja. Und ganz unten an der Hose, nochmal im Fußbereich, haben wir nochmal zwei Schnüre, mit denen wir zum Beispiel die Hose befestigen können an Schuhen und Ähnlichem. Die Vorteile dieser Hose liegen natürlich in ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis erstmal. Weil wo bekommt man schon eine so robuste, langlebige und gut haltende Hose einfach für diesen Preis? Eigentlich sonst nirgendwo. Ich habe viel ausprobiert, auch von Levi Strauss im normalen C&A-Bereich. Natürlich hat man auch mal Jeans angehabt, aber keine dieser Hosen hatte jemals diese Robustheit, diese Qualität, die so eine BW-Feldhose an den Tag gelegt hat. Der Moleskin-Stoff ist sehr geil, weil damit kann man auch mal durch Brombeerfelder, die im Wald sind und ähnliches, also Dornranken etc. ein bisschen durchgehen. Natürlich hält das kein Messer ab, ist ja nicht stichfest, aber ja, für kleinere Sachen ist das kein Problem. Da kommt das normalerweise nicht durch und auch Mücken normalerweise nicht. Ja, vielleicht habt ihr irgendwelche Terrormücken bei euch, ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe noch nie gesehen, dass eine Mücke es da durchgeschafft hätte. Preis, Robustheit und auch einfach Schutz sind natürlich absolut positiv. Als vierter Vorteil kommt meiner Meinung nach, wie gesagt, wie oft bei Bundeswehr dazu, dass man sehr genau die Größen gucken kann. Ja? Du kannst sehr genau vor einer Tabelle gucken, welchen Beinumfang habe ich, welche Schrittlänge möchte ich haben, welche Beinlänge möchte ich haben etc. Und dann die passende BW-Größe für dich bestellen. Das hat sonst so, ja, eigentlich kein anderer Hersteller. Deshalb ist das auch nochmal ein Top. Nachteile habe ich am Anfang schon mal ein bisschen darauf hingewiesen.
das kommt mit der Stoffdicke, geht das einfach einher. Wenn diese Hose einmal nass wird, da braucht sie sehr lange, bis sie wirklich wieder trocken wird. Aber, und da kommen wir auch wieder zu einem anderen Vorteil, ihr könnt sie relativ nah an Feuer ranmachen, weil sie natürlich durch den Moleskin-Stoff absolut feuerunempfindlich ist. Ihr sollt sie nicht ins Feuer reinwerfen, aber ihr könnt sie natürlich schon sehr nah ans Feuer ranhalten, um sie dann trocknen zu lassen. Trotzdem, wenn ihr in einen Regenschauer geratet und es ist sehr kalt und ihr wollt abends kein Feuer machen oder könnt kein Feuer machen, dann könntet ihr Probleme kriegen. Das hatte ich auch schon mal auf einer Wanderung. Dann habe ich die Hose einfach ausgezogen und habe halt die lange Unterhose nur noch angehabt. Das geht dann auch. Und dann am nächsten Tag wandert man die Hose sozusagen trocken durch die eigene Körperwärme. Aber, ne? Ein kleiner Nachteil auf jeden Fall. Außerdem im Hochsommer ist es sowieso schon bullig warm und dann ist diese Langhose einfach auch sehr, sehr warm. Ne? Das muss man sagen, da staut sich die Luft auch ein bisschen drunter. Bis 20 Grad ist das kein Problem. Danach wird es langsam schwierig. Wie gesagt, man kann sie auch noch hochkrempeln. Das mache ich dann zum Beispiel manchmal. Aber wenn ich durch den Wald gehe, dann will ich auch eine Langarmhose haben. Das Problem ist, es gibt keine so dünne, atmungsaktive Hose meiner Meinung nach, die dann auch diese Brombeersträucher und so aushalten würde. Das heißt, ich lebe dann einfach damit, dass es ein bisschen zu warm an den Beinen ist. Damit muss man dann irgendwie zurechtkommen. Irgendwas ist ja immer. Alles in allem eine Hose, die ich wirklich jeden Tag trage. Also ich habe verschiedene Farben für verschiedene Anlässe sozusagen. Mit den schwarzen und mit den Oliven gehe ich in den Wald, mit den blauen eher im Alltag rum. Aber irgendwie vermischt sich das auch alles und ich habe davon irgendwie 5 Stück mittlerweile. Ja, ich brauche keine anderen Hosen mehr. Ne? Super. Vor allen Dingen Preis-Leistungs-Verhältnis, sie halten lang. Und wenn es doch mal im Schritt reißt, ja mein Gott, dann gib's halt zum Schneider oder wenn du selbst kannst, dann näh das nach. Aber dann hält das auch. Es ist nicht so wie bei anderen Plastikhosen, wo dann einfach das Grundmaterial so strapaziert und gerissen ist, dass du eigentlich die Hose wegschmeißen kannst. Ich hoffe, das Video über die BW Feldhose bzw. Bundeswehr Kampfhose hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Schreib mir doch gerne deine Meinung oder einfach nur deine Erfahrung unten rein in die Kommentare, dann können wir alle davon profitieren. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos über Ausrüstung, durchklicken, unten in der Videobeschreibung alle Informationen, die du nur irgendwie dir vorstellen kannst. Wenn du mal was nicht findest, dann frag mich doch einfach. Zum Beispiel in den Kommentaren. Geht ganz einfach. Ansonsten beantwortet dir vielleicht auch jemand anders einfach die Frage. Wir haben ja eine nette Community. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.